Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Israel hat der Opfer des Holocausts gedacht. Zum Beginn des israelischen Holocaust-Gedenktages Yom HaShoah haben sich Regierungsmitglieder zu einer nationalen Zeremonie in der Gedenkstätte Yad Vashem zusammengefunden. Zur Eröffnung wurden 6 Fackeln angezündet, die für die 6 Millionen jüdischen Opfer im Zweiten Weltkrieg stehen. Zudem heulten im ganzen Land 2 Minuten lang die Sirenen. Auf den Straßen und Plätzen verharrten die Menschen in stillem Gedenken. Eine Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel sorgt in Israel für Irritationen. Bei einem Besuch von Palästinenserpräsident Abbas erklärte Merkel, sie könne schon verstehen, warum Abbas sich immer wieder an die Vereinten Nationen wende. Daraufhin veröffentlichte das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel einen kritischen Bericht über die deutsch-israelischen Beziehungen. Der Artikel beschreibt einen wachsenden Unmut gegenüber Israels Premier Netanyahu, insbesondere wegen Netanyahus Verhalten gegenüber den Palästinensern. Die Regierung in Jerusalem wies die Behauptung des Magazins zurück und erklärte, die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland seien unverändert eng und gut. Die israelische Regierung hat ihre Ablehnung gegenüber der neuen Nahost-Initiative Frankreichs bekräftigt. Ministerpräsident Netanyahu unterstrich, sein Land sei nicht dafür zu haben. Es stehe aber für direkte Verhandlungen ohne Vorbedingungen zur Verfügung. Die französische Regierung hat für den 30. Mai zu einem Nahost-Treffen geladen, allerdings ohne Israel und die Palästinenser. Paris will mit dem Treffen den Friedensprozess im Nahen Osten wieder in Gang bringen. Eingeladen wurden die Vereinten Nationen, die EU, USA und Russland, zudem einige Mitglieder der Arabischen Liga. Israel setzt verstärkt auf Tourismus in der Wüste. Denn Israels Wüsten haben mehr zu bieten als nur Sand und Steine. Die Araba-Wüste im Süden Israels ist ein einzigartiges Naturschutzgebiet. Auf über 12 Quadratkilometern finden bedrohte und seltene Tierarten eine Heimat. Einige von ihnen wurden bereits in der Bibel erwähnt. Verschiedene Projekte befassen sich mit dem Artenschutz, der Verbesserung und Entwicklung von Repopulationsmöglichkeiten heimischer Arten. Durch einen sehr seltenen Eingriff im Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem konnte ein Kleinkind davor bewahrt werden, für den Rest seines Lebens gelähmt zu sein. Der 3-jährige Junge aus dem Gazastreifen kämpfte seit Längerem mit einem Tumor in seinem Brustkorb. Dieser hatte seine Atmung beeinträchtigt und eine Missbildung der Wirbelsäule verursacht. Der Junge konnte nicht gerade stehen. Während der komplexen 6-stündigen Operation konnten die israelischen Ärzte einen Großteil des Tumors entfernen. Die Beweglichkeit des Jungen hat sich bereits verbessert und er konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden. Das Wetter für die nächsten Tage. Im ganzen Land scheint die Sonne. Im Norden werden Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad erreicht. Im Süden klettert das Thermometer auf über 35 Grad. Das waren die Nachrichten für diese Woche. Machen Sie es gut.